Der FC Basel startet mit einem Sieg in der Rückrunde. In einem hitzigen Spiel gewinnt der FCB auswärts gegen den FC Luzern gerade mit 3:0 und bleibt damit weiterhin auf dem zweiten Platz. Der Sieg war aber auch der Schlusspunkt von einer sehr turbulenten Woche gewesen. Und über die und den gestrigen Match reden wir im heutigen FCB total mit dem Spielberater von Fabian Frey, Gaetano Cialanza und dem Ernie Meisen. Schön sind ihr zwei heute hier. Ja, Gaetano, ich habe es angesprochen, es war eine turbulente Woche gewesen, auch für dich. Der Fabian Frey hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben, verlängert und gestern gerade 2 Goal geschossen. Ich nehme an, du bist happy. Das ist natürlich sehr erfreulich, auch natürlich für den Fabi, dass sie jetzt das kann immer wieder zurückzahlen. Aber das hat er in den letzten Jahren auch immer gemacht. Aber wie gesagt, ich glaube, der Sieg war sicher wichtig gewesen, vor allem weil auch Zürich und Ibe gewonnen hat. Sind sie natürlich ein bisschen unter Druck gewesen. Es ist natürlich erfreulich, dass jetzt der Fabi noch 2 Goal geschossen hat zu seinem neuen Vertrag, den er verlängert hat. Da freuen wir uns. Über den Fabi reden wir später in dieser Sendung. Einer, der das FCB-Liebe nicht mehr ertragen, ist Arthur Cabral. Der Topscorer zieht also weiter und wird künftig in Italien bei der AC Fiorentina auf Goaljagd gehen. Ohne ihn ist es gestern für den FCB in die Rückrunde gegangen und Basel zeigt, dass es auch noch genug andere in der Reihe hat von Rot-Blau, die genau wissen, was Goal steht. So gewichtig der Abgang von Arthur Cabral ist, macht er aber auch Platz für andere. Der Darian Malesch übernimmt gegen Luzern die Rolle als einzige Sturmspitze, macht seine Sache gut und belohnt sich mit seinem ersten Ligagol von dieser Saison. Man darf nicht vergessen, was Arthur für den FCB alles gemacht hat. Aber ich probiere jedes Spiel hineinzugehen, um ein Goal zu schießen und zu gewinnen. Und das ist mir gelungen. Das Goal erzielt er unmittelbar nach dem nicht geahndeten Foul an ihm, wo zur Folge hat, dass der Patrick Rahmen in einer Sekunde 2-mal die gelbe Karte sieht. Die Antwort gibt Darian Malesch auf dem Platz und unterstreicht damit, dass die Mentalität bei den FCB-Spielen stimmt. Ich habe natürlich von meiner Mannschaft auch erwartet, dass sie Mentalität, eben nicht nur spielerische Fahrzeuge, sondern vor allem auch Mentalität auf den Platz bringt. Und ich glaube, das hat meine Mannschaft heute dann auch gezeigt, dass sie da voreinander einsteht und Gas gibt. Und auch der Fabian Frey geht mit seiner Erfahrung als gutes Beispiel voran. Kurz vor Schluss sieht er fragwürdig nach einem Handspiel aus kurzer Distanz die gelbe Karte. Obwohl er wegen dem im nächsten Spiel gesperrt ist, lässt er sich nicht aus der Ruhe bringen, sprintet in der 97. Minute noch über das ganze Feld und macht sein zweites Goal. Der Plan von Patrick Rahmen, ihn aus der Innenverteidigung wieder ins Mittelfeld zu nehmen, ist damit perfekt aufgegangen. Und der Doppeltorschütze ist nicht nur mit sich, sondern auch mit dem neuen Innenverteidiger-Duo zufrieden. Ja, der hat das tiptop gemacht. Auch da wird sich dann in den Lauf der nächsten Spiel zeigen, wie sattelfest das alles ist. Wie gesagt, heute haben wir zu Null gespielt. Gibt es nicht viel zu kritisieren jetzt da. Darum ist das gut gewesen, wie die das gemacht haben. Und wenn ich weiterhin 2 Goal pro Match schiesse, umso besser. Und eben, ich nehme an, du bist zufrieden, dass du jetzt nicht mehr in der Innenverteidigung spielst? Ja, wenn es so läuft, natürlich. Ich meine, wenn der Trainer wüsste, dass ich 2 Goal schieße, dann hätte er mich auch nie hindert. Aber es läuft ja nicht immer so. Darum ist das okay, so wie es ist für mich. Und wenn es dann auch wieder mal hin im Anbruch, bin ich auch zufrieden. Und auch wenn beim FCB noch Luft nach oben ist, lassen die Augen der Fans glänzen, startet optimal in die Rückrunde und kann auf dem Sieg jetzt aufbauen. Ja, der FCB kann also die guten Vorbereitungsresultate bestätigen gestern. Ja, das ist ja so. Wenn man natürlich auswärts 3-0 gewinnt, hat man eigentlich auch alles richtig gemacht. Und wie gesagt, es war wirklich eine turbulente Woche gewesen mit dem Abgang von Cabral kurz vor dem Spiel, mit einem Neuzuzug mit dem Katterbach, wo man neu dazugenommen hat. Man hat aber auch gewusst, dass Luzern einen neuen Trainer hat, dass die sicher mental werden 100% da sein, dass die vor allem halt auch das Kämpferische in den Vordergrund gestellt haben. Und da musst du bereit sein für so etwas. Da kannst du nicht da hingehen und das Gefühl haben, du kannst mit rein spielerischen Mitteln so einen Match können gewinnen. Das hat man gewusst, da hat man sich darauf eingestellt und hat auch dementsprechend gut reagiert. Und das war ein hitziges Spiel gewesen, das hat man gesehen. Aber der FCB hat dagegen gehabt, was manchmal auch nicht immer so war. Und man hat auch zum Voraus schon gewusst, dass die beiden Kontrahenten, Zürich und IB, ihre Match gewonnen haben. Das hat auch noch zusätzlichen Druck natürlich aufgebaut. Und wenn man so viel Druck von außen verkraften kann und auswärts 3-0 gewinnen, dann hat man wirklich alles richtig gemacht.
Du hast es angesprochen, eben, zum einen hat Luzern eben eine neuere Mannschaft, einen neuen Trainer und dann eben der Druck. Am Samstag gewinnt IB und Zürich. Oder? Dann weißt du, du musst gewinnen, sonst sind es 10 Punkte Rückstand. Aber von dieser Nervosität oder so, wo man das Gefühl hatte, das war gar nichts gesehen vom FCB. Nein, sie haben es gut gemacht. Also, wie der Ernie gesagt hat, hat es gut erklärt. Das ist wirklich so. Oder? Du kommst natürlich an das Spiel, weißt, dass eben Zürich und IB beide gewonnen haben. Die Arthur ist weg, wo eigentlich für viele Goal zuständig ist. Aber sie haben es gut gemeistert. Es ist ein Kampf. Bei Luzern ist ein neuer Trainer dort, mit dem Mario Frigo, der weiss, der will über den Kampf jetzt wieder den Anschluss wiederfinden. Also, wie gesagt, sie haben es gut gemacht für das erste Spiel. Aber es wird sich jetzt zeigen, weiter die nächsten Spiele, wie sie das jetzt meistern. Und ich glaube, also vorne sind sie schon dran am Arbeiten, also dass ein Stürmer muss kommen, weil sie haben ja keine richtige Nummer 9, auch nicht einen Ersatz jetzt im Kader selber vom FC Basel. Also es braucht sicher einen oder zwei neue Stürmer, die sollten jetzt dann, hoffe ich, noch kommen. Sie haben ja bis am 15. Februar noch Zeit. Und das Spiel, also die entscheidenden Bahnen, hat ja dann der Penalty so ein bisschen geleitet, dann ist es 1-0 gewesen. Vorher, und dann natürlich noch die rote Karte, aber vorher, so wirklich grosse Chance haben sie aber nicht gehabt, der FCB. Nein, aber das gibt so Spiele, wo du nie so richtig zu einer richtig tollen Goalchance kommst. Das gibt es halt auch in einem Kampfspiel, ist das noch vielfach der Fall. Aber so Spiele werden auch durch einzelne Aktionen dann entschieden. Eben ein Penalty mal oder einmal ein Fehler vom Gegner oder so. Von dem lebt auch der Fußball. Und man hat auch nach dem Einzel, man hat nicht aufgehört, weiter auch nach vorne zu probieren, Kämpfe machen. Und ein Paradebeispiel war das letzte Goal in der 97 Minuten. Sind etwa 5 Basler dafür gestürmt. Und wenn du das nicht willst und vielleicht noch einen willst machen, dann bleibst du stehen und denkst, ja, komm, sie ist ja sowieso schon rum, dann gehe ich gar nicht mehr so mit. Aber der Fabian ist ja von zehnterst vorher gesprintet bis zum letzten Pass. Und das zeigt doch, dass die Einstellung auch da war, dass man ein Goal schießen wollte und dass man auch mit einem 2-0 nicht zufrieden war. Und das war eigentlich schon noch recht bemerkenswert gewesen. Er spricht für die Mentalität. Und klar, es ist schade, dass der Gabriel geht, aber irgendwann ist das klar gewesen, wird das passieren. Aber jetzt ist vielleicht die Chance da wieder für andere Spieler, oder? Ja, haben wir letztes Mal schon gesagt, es ist, ein Abgang bringt auch immer wieder eine Motivation für andere, die in die Bresche springen. Man kann auch vielleicht den Stil vom ganzen Angriff ein bisschen wechseln. Man hat vielleicht Stürmer, die dann eben allein ein bisschen etwas können auch probieren oder wenn probieren. Males hat auch gesagt, er kann dort schon auch ein bisschen bestehen und spielen. Ein Doye habe ich, glaube ich, noch nie so gut gesehen wie dort. Der hat sich wirklich verbessert, vielleicht auch ein bisschen durch dass er vielleicht mehr Freiheiten hatte oder mehr gewusst hat, ich muss mehr nach vorne machen, damit wir Goal schiessen können. Das ist manchmal nicht immer nur schlecht. Oder? Klar wird es Match geben, wo man denkt, oh, das wäre gut, wenn der da gewesen wäre, der hat sicher den oder den versenkt. Logisch, aber es muss ja jetzt weitergehen. Man kann jetzt nicht einfach stehen bleiben und denken, ja, jetzt haben wir den nicht mehr, jetzt geht nicht mehr. Nein, es wird weitergehen und es wird vielleicht sogar ein bisschen besser manchmal gehen, weil eben verschiedene Wände zuständig sind zum Goalschießen. Und jetzt das Mal ist der Fabian gesehen, ein anderes Mal ist es vielleicht ein anderer wieder. Und man kann das nicht nur negativ schauen. Negativ, das ist ein gutes Stichwort. Das ist ein bisschen die Schiedsrichterleistung, das Thema, das war eher ein bisschen negativ gewesen gestern. 10 geile Karten, eine rote Karte. Und bei der Hälfte der Karten hätte man ein bisschen sagen können, ist jetzt die wirklich nötig gewesen, oder? Ja, es war ein hitziges Spiel, oder? Wie gesagt. Und dann entscheidet halt der Schiri, wenn er das Ganze beurteilt am Schluss. Ja, hättest du vielleicht die eine oder andere Karte, hättest du vielleicht ein bisschen mit Vorsicht müssen ziehen, oder? Aber ich glaube am Schluss, wie gesagt, ja, der Penalty hätte ja eigentlich auch nicht gegeben. Dann ist der Wagen anschauen, dann hat er ihn gegeben. Ist eigentlich ein Penalty, oder? Das hilft sicher in dieser Situation. Eben, mit dem Patrick Rahmen auf die Tribüne schmeißen. Oder raus tun, die eine oder andere geile Karte, muss ich sagen. Und das ist dann auch ein bisschen Fingerspitzengefühl von einem Schiri, das wichtig ist, oder? In so einem hitzigen Spiel, weil es ist um viel gegangen, oder? Auch wenn es das erste Rückrundenspiel ist. Ich meine, um Luzern geht es wirklich nicht absteigen und Basel will eigentlich den Anschluss nicht verlieren. Es ist gleich um viel gegangen, oder? Aber wie gesagt, Großen und Ganzen ist es, glaube ich, am Schluss, das Resultat stimmt. Und ja, mit der geilen Karte muss man halt leben. Der Schiri hat immer recht.
Ja, aber weißt, das bringt auch manchmal eine gewisse Unruhe rein. Das ist oder? So, wenn, ja. Du weißt, wie es als Spieler ist. Wenn hier wenn eine falsche Gelle, dort eine falsche, du fährst dich aufregen und dann ist etwas, dann regst du dich wieder auf. Und dann gibt das auch ein bisschen eben so eine Unruhe im Spiel oder manchmal eine Gehässigkeit. Und darum finde ich, ich finde es auch nicht, ich finde, er hat absolut das Fingerspitzengefühl fehlen und hat durch das halt auch eine gewisse Hektik reingebracht. Und darum kann man nicht immer sagen, ja, eigentlich hat er noch recht gut gepfiffen. Hat jetzt ein bisschen... Nein, der hat auch ein bisschen Unruhe reingebracht. Der hat auch beim Patrick dort Unruhe reingebracht, dass er ihn halt verjagt hat. Und durch das kriegt er schliesslich gelb-rot. Und das beim Fabian, Entschuldigung, das ist ja eine Frechheit eigentlich. Ist jetzt gesperrt gegen Sio, könnte man vielleicht gut brauchen. Zum Glück nicht gegen Sio passiert, sonst hätte er gegen IB nicht können spielen können. Aber trotzdem, es ist, ich weiss nicht, wie die Schiri das manchmal so beurteilen. Und ja, jetzt ja, ist es halt so. Als Spieler bist du auf dem Platz und wenn du merkst, dass der Schiri schnell eine geile Karte zieht, oder, dann sagst du, oh, bei dem musst du aufpassen. Oder? Und dann bringt dir das gleich wieder Unruhe. Und dann gibt es einen Foul und dann zieht er einen und dann zieht er vielleicht keinen und dann gibt es eben die ganze Unruhe. Und dann nerven sich die Spieler, dann ist der Trainer gerade nebendran, dann sagt er noch etwas, oder? Vielleicht noch anständig, aber es kommt ein bisschen anders rüber. Der Schiri wird natürlich auch nervös, weil alle gehen um den Schiri und sagen, was soll das? Also das stimmt schon. Da machst du alle unruhig und nervös und dann wird es einfach sehr, sehr hektisch und die Spieler sind nervös und dann gibt es auch wieder mehr Foul. Oder? Und das ist natürlich schon ein bisschen nicht gut für ein schönes Spiel. Und eigentlich geht es um den Fußball und nicht um die ganzen Fouls und die Hektik, die es hier im Spiel jetzt gestern hatte. Ja, wir haben es angesprochen, eben der Patrick Ramm, der hat die rote Karte bekommen. Die Situation, die haben wir vorbereitet, schauen wir doch mal schnell kurz darauf, wie die entstanden ist. Dort der Malisch hat den Ball und dann eigentlich ein Foul, oder? Ernie? Ja, das ist ein Foul. Und ich meine, das so etwas sieht man doch auch eigentlich. Und ja, und dann Top-Schuss. Ja, kommt noch eine Chance dazu und dann regt er sich natürlich der Pepe nachher auf, logisch. Aber eben so Sachen können halt dann auch ein Spiel wieder entscheiden. Was ist, wenn der drin gewesen wäre und man hätte ein Glasfoul nicht gesehen? Und da regst du dich natürlich schon auf, auch als Trainer, wenn du gerade nebendran stehst. Und darum. Du siehst, er zieht nicht ab, schon mit der Hand so oder nicht gerade dahinter. Das sollte eigentlich nicht passieren. Also in England wird es nicht pfiffen, aber bei uns ist es üblich, dass das pfifft. Dass Schiri das pfifft, oder? Dann ist natürlich klar, du weißt ja, Spieler, das ist ein Foul, oder? Aber ist schon klar, wenn es nachher hier ein Goal gibt, wegen dem hat sich der Patrick Rahmen so genervt, oder? Und dann hat er das erste Mal etwas gesagt und dann hat er noch mal etwas gesagt und der Schiri weiß ja, wie die sind. Die wollen sich nicht sagen. Einfach das sagen, ich bin der Chef hier, das ist ja auch gut. Aber ich glaube, du musst eben das Fingerspitzengefühl, das ist ganz wichtig, oder? Ja, und Patrick Ramm hat dann nach dem Spiel natürlich den Medien müssen erzählen, was da genau abgelaufen ist. Und auch das haben wir vorbereitet für sie. Ja. Es ist einfach. Ich meine, es sind Emotionen gesehen, auf dem Feld, neben dem Feld. Und wenn an der Seitenlinie ein Foul passiert, wo dann nicht gehandelt wird und nachher bekommst du eine hundertprozentige Chance, der FCL könnte dort Ausgleich machen. Das ist der gleiche Seich, wie in Zürich basiert ist. Und dann regt man sich auf, ohne dass man jemanden beleidigen tut. Es kann man um Geld geben, okay, habe ich kein Problem. Weil ich vielleicht ein bisschen zu theatralisch das Ganze an der Linie gemacht habe. Das ist ja eine klare Weise, ich kann ich nicht verstehen. Wenn ich dann aber frage, warum die bekommen und für das Gelb-Rot bekommen, ja, dann stand ich ja nächstes Mal wieder wie ein Pfarrer draußen, ich weiß auch nicht. Ja, eine emotionale, aber auch eine verständliche Reaktion. Ja, natürlich. Und da, aber das ist die typische Reaktion machen auf die Gelle. Wenn du noch fragst, warum, dann gebe ich schon noch mal eine. Das kann ich nicht nachvollziehen. Es tut mir leid. Und das zeigt, dass der Schiri das Fingerspitzgefühl in diesem Moment einfach nicht gehabt hat. Und durch das eine Hektik auch reingebracht hat. Dann wird er selber auch noch nervös. Dann passiert wieder etwas, was vielleicht nicht so schlimm ist. Und dann denkst du, jetzt muss ich wieder durchgreifen. Das ist dann ein bisschen ein Teufelskreis, der aufkommt. Und wie gesagt, wenn es so ist, wie er jetzt gesagt hat, dann muss ich sagen, ist das eine Frechheit. Du hast vorhin angesprochen, eben England. Klar, das ist ein anderer Fußball, aber in der Schweiz wird vielleicht zum Teil einfach ein bisschen zu kleinlich pfiffen. Eine gewisse Sache. Und eben bei anderen dann wird nicht. Also ich sage allgemein in Europa, da wird ist eigentlich schon richtig. Also das Foul sollte jetzt pfiffen werden. Oder? Aber es gibt schon ein paar Sachen und das kommt eben wieder auf den Schiri drauf an. Wegen dem gibt es Schiri, die Champions League-Finale oder Champions League-Spiel pfiffen und andere nicht.
Aber ja, die Diskussionen haben wir immer wieder mit den Schiris, oder? Aber gestern, eben, wenn wir das Spiel von gestern nehmen, da hat der Schiri oft mehr Fingerspitzengefühl müssen bringen. Und jetzt auch, was der Patrick Rahm tut, ja gut erklären. Und also, weil du fragst, warum, dann darfst du nicht einmal mehr dein Maul aufmachen. Ich meine, es geht um Emotionen, es geht gleich um viel, obwohl es das erste Spiel ist. Man hat gemerkt, es ist von beiden Seiten um viel gegangen, oder? Und das gehört ein bisschen dazu. Und das muss der Schiri können richtig einschätzen und auch den richtigen Entscheid können dann fällen. Und dann auch mit den Leuten können reden. Du musst ja nicht gerade immer eine Geile geben. Du kannst ja mit dem reden, oder? Und das haben wir früher immer gemacht. Du hast gesagt, jetzt reicht es und dann bekommst du eine. Aber gestern schon sehr hektisch gewesen, das ganze Spiel. Und auch durch den Schiri natürlich, hat das ganze Spiel natürlich sehr nervös gemacht, oder? Oh gut, beenden wir die Schiri-Diskussion. Schlussendlich hat es eine 3-0 Sieg gegeben. Ja, und von diesen drei Top-Teams vorne, wir haben jetzt alle gewonnen an diesem Wochenende. IB und Zürich beide mit dem 1-0, Basel mit dem 3-0. Aber eben, wie gesagt, mit Penalty, rote Karte. Kann man trotzdem sagen, der FCB hat vielleicht den souveränsten Auftritt von diesen drei Teams angelegt? Also am Schluss glaube ich schon, weil ich auch die anderen zwei Spiele habe ich geschaut habe. Das ist auch so. Der, der das erste Goal geschossen hat, hat das Spiel gewonnen. Oder? Dann haben sie gleich, Servet hat auch einen Pfosten getroffen. Dann. Lugano war auch nicht so einfach gewesen, oder? Und am Schluss muss ich sagen, auch wenn man jetzt sagt, ja, es ist gegen Luzern nicht so einfach gewesen, aber ich glaube, man hat gesehen, dass sie mit einer richtigen Einstellung ins Spiel reingekommen ist. Sie haben zwei gute Chancen gehabt, dann hat Luzern eine sehr gute Chance gehabt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich glaube nicht, dass sie jetzt ein Goal bekommen gegen Luzern oder dass sie verlieren. Sie sind mit der richtigen Einstellung, der Trainer hat sie gut vorbereitet und durch den Abgang vom Arthur ab und zu gibt das auch ein bisschen eine Befreiung, weil wenn du so einen Spieler hast, weißt du immer, der macht deine 15-20 Goal. Oder? Und dann nimmt das die Goal nimmst du ein bisschen weg bei anderen. Und jetzt ist vielleicht die Befreiung, wo andere Goal machen, oder? Aber ich glaube, Stürmer muss gleich an. Also sie müssen unbedingt jetzt einen Ersatz haben, der Cabral. Das ist schon wichtig, weil sie haben in der Mannschaft keine Nummer 9, wo ihn wirklich ersetzen kann. Mal, es ist für mich keine Nummer 9. Er kann das spielen ab und zu, aber ist jetzt nicht genau die Position, für das haben sie ihn geholt. Ja, da mit Transfers, das werden wir vermutlich in den nächsten Stunden ja noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Da kommen wir auch noch später noch drauf. Eben, der Gabriel ist nicht mehr. Jetzt braucht es andere, die vorne weglaufen. Einer davon, der Fabian Frey. Aber das ist eigentlich ganz so speziell bei ihm. Er ist einfach eine Leiterfigur, oder? Ja, das ist er absolut. Ich meine, er kann auch überall spielen. Er hat es jetzt wieder beweisen. Er hat jetzt lange in der Verteidigung gespielt. Spielt einmal ein bisschen weiter vorne. Macht zwei Goal. Also er ist sicher einer, wenn nicht der wichtigste Spieler in der Mannschaft. Weil er auch ein Leader ist. Weil er ein Kämpfer ist. Weil er vorausgeht. Ja, wie der Gaetano vorhin gesagt hat, es gibt jetzt vielleicht auch andere Chancen für andere Spiele, ein anderes Spielsystem, weil bis jetzt hat man immer ein bisschen auf den Cabral zugeschnitten gespielt. Jetzt sind vielleicht andere befreit, können mehr machen. Goalschütze haben wir genug in dieser Mannschaft. Da können alle Goal schießen. Das ist ja nicht so, dass die das nicht können. Und vielleicht, wenn man anders auftritt, halt nicht mehr mit einem Cabral so spitz vorne rein, dann machen die anderen vielleicht mehr Goal. Und man hat es manchmal auch gesehen, wenn sich der Cabral zurückgezogen hat, dann hat das auch nicht mehr so funktioniert, weil das ganze System dann nicht gepasst hat. Und ich bin gespannt, ob das wirklich unbedingt ein Mittelstürmer braucht, so einen richtigen wie der Cabral war, oder ob es auch anders genau gleich gut geht. Und Fabian Frey wird verlängert, der wird jetzt alleiniger Rekordspieler und vermutlich wird er nicht mehr eingeholt so schnell. Du bist dabei gewesen, logischerweise, bei den Verhandlungen und er spielt seit gestern wieder im Mittelfeld. Hast du eine Klausel drin? Er verlängert, wenn er dafür wieder im Mittelfeld zum Spiel spielen? Nein, er ist eigentlich froh, dass es wirklich jetzt das geklappt hat, weil ich gesagt, das ist mein Verein, oder? Ich bin einmal im Ausland, bin ja ganz am Anfang noch bei St. Gallen gewesen, aber das ist eigentlich mein Verein. Er hat auch immer sehr früh signalisiert, ich würde gerne verlängern. Das haben wir auch der sportlichen Leitung gesagt. Wenn es klappt, würden wir uns über das freuen. Und von dem her ist er glücklich hier in Basel. Er weiss, was er bei Basel hat, was auch der FC Basel auch gezeigt hat und gemacht hat. Von dem her passt das völlig für beide Seiten. Und ob er jetzt im Mittelfeld spielt oder hinten, ich glaube, er macht es gut. Das ist ja bei ihm sehr, sehr interessant. Er kann beide Positionen spielen. Aber er ist sehr ein spielintelligenter Spieler. Und ich glaube, eben die Mischung von
erfahrene Spieler, ich sage jetzt nicht ältere Spieler, erfahrene Spieler und junge Spieler, das brauchst du. Die Jungen können nur wachsen mit Eltern, mit erfahrenen Spielern und die kannst du da hinbringen. Und das hat Basel eigentlich immer sehr gut gemacht. Und ich glaube, diesen Weg müssen sie auch führen. Das probieren sie auch. Sie holen jetzt zwar letztens sehr junge Spieler, aber du hast gleich noch den Chaka, du hast den Valentin Stocker mit dem Lindner im Goal und dann mit dem Fabi hast du gewisse Spieler, die schon halt sehr wichtige oder interessante Erfahrungen können den jungen Spielern weitergeben. Und einer der Jungen spielt hinten, der Katterbach, der ist von Köln gekommen, von der Bundesliga, und da sieht man schon, das ist ein guter Fußballer. Er hat es auf jeden Fall gut gemacht in diesem Spiel. Er muss das natürlich auch weiterhin bestätigen, vielleicht auch mal gegen einen besseren Gegner. Ich sage jetzt nicht, dass Luzern gerade der beste Gegner ist. Sie sind auf dem letzten Platz. Das hat man denen schon auch ein bisschen angemerkt. Der Spieler ist da nicht so viel los. Also da wirst du nicht so schnell nervös als Verteidiger. Er hat gute Ansätze, gute Flanken gebracht, mal eine Chance eingeleitet. Aber Bestätigung kommt dann gegen gute Gegner, gegen Zürich, gegen IB und gegen Lugano. Also, ich bin noch gespannt, ob es den auch noch verhebt. Aber vom Typ her, wie er auf dem Platz steht und so, dann du merkst, er ist schon ein bisschen routiniert auch und so und sieht immer gut aus. Und er war auch Stammspieler bei Köln. Und eben, also, es braucht schon einiges, dass du einen von der Bundesliga in die Schweizer Liga kannst locken. Ja, wahrscheinlich war schon etwas, das von der Zukunft irgendwie nicht so ganz passt. Wenn du bei Köln bist und in der Bundesliga bist, dann kommst du nicht zum FC Basel, müssen wir ehrlich sein. Also, das kann man dann schnell einschätzen. Aber ich glaube, FC Basel ist eine sehr gute Adresse für den nächsten Schritt, auch für einen jungen Spieler, der vom FC Köln kommt. Oder? Da hat sich schon überlegt, wieso er da kommt. Aber wie gesagt, wie der Rene gesagt hat, ich meine, gestern war eigentlich eine Pflichtzeit gewesen. Obwohl es nicht einfach war. Sie haben die richtige Einstellung, es war eine Pflichtzeit. Und dann muss man schauen, eben, wenn, auch sie ist nicht einfach, aber die spielen dann gegen IB, gegen Zürich, das sind ja die Direktbegegnungen. Und da siehst du auch dann den Spieler, der Qualität hat. Weil gegen Luzern und gegen Servet, wenn der Ratu immer gegen nur die Goal geschossen hat, wäre er nicht zu Fiorentina gegangen. Aber er hat auch Goal geschossen gegen IB, gegen Basel in der Europa League, der Conference League. Oder? Er hat immer auf jedem Level können zeigen, nur so machst du den nächsten Schritt. Oder? Und das Ziel für mich muss für jeden jungen Spieler, der da hinkommt, wir sind ein Ausbildungsland, da muss das Ziel haben, ins Ausland gehen. Und da musst du gegen die Top, also Direktgegner, musst du deine Leistung können bringen. Ja, das wird die Zukunft zeigen, wie das in diesem Fall aussieht. Euch danke vielmals, dass ihr hier gesehen. Und für den FCB geht es am nächsten Sonntag weiter. Dann trifft er am 14:45 daheim auf der FC Sion. Wenn sich beim FCB bezüglich Transfers noch etwas tut, dann finden Sie alle Infos dazu online bei uns auf telebasel.ch im Sportchannel. Das nächste FCB Total sehen Sie dann am nächsten Montag wieder. Bis dahin wünsche ich eine schöne Woche. Machen Sie es gut. Ade miteinander.